Und damit willkommen zurück bei The Witcher 3 Hearts of Stone. Und wir befinden uns immer noch hier in Oxifordi, in Ochsenfurt natürlich. Und was ich als erstes mal schauen wollte, was ich bisher gar nicht getan habe, ist im Charakterbuch. Könnten wir doch mal nachschauen? Könnte ich mal nachschauen? Wo ist denn jetzt das Charakterbuch, bitte? Hallo? So. Woher wir denn genau die Shani kennen? Fremder? Welcher Fremde? Oder ja, Gautor dem der Spiegelmeister? Gerard hatte schon viele missliche Lagen überwunden, manchmal allein, manchmal mit der Hilfe anderer. Eine der seltsamsten Hilfen erhielt er vom Spiegelmeister. Der Hexer befand sich als Gefangener auf einem Schiff nach Ophir und am Ziel wartete der Galgen auf ihn, als plötzlich der Spiegelmeister erschien und den Hexer an ihre erste Begegnung erinnerte. Er hatte Gerard geholfen, Yennefer in Weißgarten zu finden. Auch jetzt bot er ihm wieder seine Hilfe an, doch nicht kostenlos. Als Gegenleistung für die Befreiung vom Schiff verlangte er von Gerald ein Treffen an einer bestimmten Kreuzung. Als der Hexer einwilligte, erschien ein merkwürdiges Mal auf seinem Gesicht. Es war, als hätte der Spiegelmeister ein Siegel zur Bekräftigung eines Pakts hinterlassen. Später sollte sich herausstellen, dass genau dies der Fall gewesen war. Gautor Odim erklärte, dass er und ihre gemeinsame Bekanntschaft, Olgird von Everick, einen Pakt geschlossen hatten. Odim musste von Everick 3 Wünsche erfüllen, jedoch nicht. Achso, ich sollte mal vielleicht mal runterscrollen. Hä? Sekunde mal. So. Okay, wo war ich? Jedoch nicht persönlich, denn ein Stellvertreter musste dies besorgen. Ah ja, und wer würde sich besser zu solchen Zwecken eignen als ein Hexer? Da Odim die Stellvertreterdienste zur Bedingung für die Befreiung vom Schiff nach Ophir gemacht hatte, blieb den Hexer keine Wahl. Ja, das wissen wir ja schon. Ich dachte, jetzt wird man hier ein bisschen mehr erfahren. Nachdem Olgir seine ersten beiden Wünsche bekannt gegeben hatte, erschien der Spiegelmeister wie üblich aus dem Nichts und er erzählte Gerald, wie man Olgirds Bruder die Sause seines Lebens bereiten konnte, obgleich dieses Leben schon Jahre zuvor geendet hatte. Er stattete Gerald mit dem Blut der von Everix aus, sowie mit dem Wissen Wladimirs Geist herbeizurufen. Wie Odim genau an das Blut gekommen war, blieb unklar. Eigentlich war alles, was diese seltsame Person tat, mit einem mächtigen Fragezeichen versehen. Ja, ich bin mir auch noch nicht so recht sicher, wer oder was dieser Spiegelmeister eigentlich genau ist. So, dann hast du hier den Horst Borsedi. Genau, Besitzer des größten Auktionshauses im ganzen Norden. War ein blasierter Idiot. Mhm. Na gut. Mehr müssen wir da eigentlich gar nicht wissen, ne? Aber er behandelte Gerard schon beim ersten Treffen von oben herab, als er erfuhr, was den Hexer zu ihm gebracht hatte, ließ er ihn hinauswerfen und verprügeln. Es wäre folglich untertrieben zu sagen, diese Bekanntschaft hätte einen schlechten Start gehabt. Aber das wollte ich gar nicht wissen, sondern ich wollte eigentlich wissen, wo haben wir sie denn hier? Shani. So. Ich hoffe, hier erfahren wir jetzt mehr. Gerald war in die Ochsenfurter Kanalisation vorgedrungen, um ein grässliches Monster zu erlegen. Entsprechend staunte er mit den dumpfen, schleimigen... Entsprechend staunte er, in den dumpfen, schleimigen Tunneln auf seine alte Freundin Shani zu stoßen. Gerald und ich hatten diese außergewöhnliche junge Frau. Gerald und ich... Wer ist denn ich? Wer schreibt? Naja, egal. Gerald und ich hatten diese junge, außergewöhnliche junge Frau einige Jahre zuvor noch als
unbedarfte Studentin kennengelernt. Inzwischen hat sie sich zu einer fähigen Ärztin und furchtlosen Feldsanitäterin der redanischen Armee gemausert. Ach, ich glaube, Rittersporn schreibt hier die Dinger, ne? Die Texte quasi, die Tagebücher oder was? Ist das jetzt aus seiner Sicht geschrieben? Ich weiß es nicht. Im Rahmen ihrer militärischen Funktion war sie mit einer Eskorte in die Kanalisation hinabgestiegen, um eine Probe des Gifts zu nehmen, das von jeder Monstrosität dort abgesondert wurde. Gerald Ehrenmann von Scheitel bis zur Sohle bot an, Shani zu helfen. Natürlich. Was haben wir noch? Ach, hier, den haben wir auch. Okay, wir wissen ja, was Sache ist. Ich will jetzt nicht alles vorlesen, sonst bin ich morgen noch dran. Was ist denn mit dem Olgard? Olgiert, wo ist er denn? Vermutlich bei O. Ach so, den hatten wir nicht schon gelesen. Das hatten wir schon gelesen. Meine ich. Naja, wie dem auch sei, genug gestottert. Jetzt gucken wir mal, wo wir hin müssen. Wir müssen wieder zur Hütte des... Was ist denn überhaupt unsere Aufgabe? Das soll ich vielleicht jetzt erst mal gucken. Ich weiß es schon wieder nicht. Sesam, öffne dich. Geh zur Hütte des Kräuterkontrollers nach Ochsenfurt und nenn ihm das Passwort. Das Passwort? Ich bin jetzt gerade wieder mal. Was für ein Passwort? Was habe ich denn da wieder übersehen oder vergessen? Wir sind zum Auktionshaus, wir wurden rausgeschmissen. Und wofür jetzt ein Passwort? Mist, ich weiß nicht mehr, was jetzt für was für ein Passwort. Und überhaupt, wir haben doch ein Gemäldegeschenk gekriegt. Wo ist das denn? Kann ich das eventuell verticken? Das müsste ja hier bei irgendwelchen ein Fisch. Hier sieht jetzt nichts nach einem Questgegenstand aus. Nach einem. Doch hier. 150. 150. Ich habe 20 dafür gezahlt, ne? Das ist doch schön. Vielleicht kriegen wir es doch noch ein wenig gewinnbringend verkauft. Das ewige Feuer sei mit dir. Gut. Dann gehen wir doch einfach mal dahin. Oh. Sind wir uns nicht schon begegnet? Was mach ich denn da? Was glaubst du eigentlich, wer du bist? Ich bin Rexon. Bei den Titten einer Mittagserscheinung. Du bist ja ein größerer Lumpensammler als ich. So, dann gucken wir mal zum Kräuterkundler. Ich kann mich gerade beim besten Willen nicht. Das ist doch gerade mal drei Tage her, wo ich das gespielt habe. Ich kann mich gerade beim besten Willen nicht daran erinnern, was für ein. Passwort. Was wollen die denn hier schon wieder? Was machen die denn hier? Und wieso? Ich bin doch eher der. Hallo? Oh, da hat mich aber einer ordentlich angenommen, ne? Ach, ich kann da hier wieder nicht drüber. Aber die mit den Schildern, die gehen mir echt auf den Sack. Bringen wir es zu Ende. Ich
muss irgendwie rumtänzeln. Wenn die sich nicht so schnell. Die bewegen sich ja genau. Also, die bewegen sich ja genauso schnell wie ich. So. Geht doch. Zack. Das war recht effektiv. Effektiv. Mehr hast du nicht zu sagen? Ich habe dein Leben gerettet. Puh, dieses Gesindel hätten wir mit links erwischt. Wer ist denn wir? Wir? Mann, bist du pingelig. Du weißt, was ich meine. Willst du jetzt handeln oder nicht? Was? Ach, jetzt erinnere ich mich. Das Passwort, alles klar. Wir haben diese komische, zwielichtige Gestalt getroffen, nachdem wir rausgeworfen wurden aus dem Auktionshaus. Und er meinte, ich sollte beim Kräuterhändler einfach sagen, ich brauche Schafgarbenextrakt. Das wäre das Passwort. Mann, Mann, Mann. Manchmal braucht man irgendwie einen kleinen Wink mit dem Zaunpfahl. Hast du vielleicht Schafgarbenextrakt? Hab ich. Hinten. Folge mir bitte. Ich habe irgendwie das Gefühl, jetzt werden wir hier eingesperrt und sind in der nächsten Falle oder was? So. Da bist du. Gut. Abwarten. Du willst mir was sagen, nehme ich an. Also schieß los. Wie drücke ich es aus? Wir haben ein gemeinsames Ziel. Wir wollen beide etwas aus Borsodis Schatzkammer. Ich will eigentlich sein Haus. Warum bündeln wir unsere Kräfte nicht? Ja, aber was genau sind deine? Ich habe einen Plan. Ich habe ihn das letzte Jahr über ausgearbeitet. Jetzt ist es Zeit, ihn umzusetzen. Kann ich auf dich zählen? Kann ich vielleicht erstmal von dem Plan hören? So, als erstes mal. Ich kenne nicht mal deinen Namen. Komm schon, ich kenne nicht mal deinen Namen. Welche Rolle spielt er? Er spielt eine Rolle, weil du offensichtlich was verbirgst. Und nicht nur vor mir, sonst säßest du nicht im Keller eines solchen Drecklochs. Wir haben alle dunkle Geheimnisse. Aber ich habe dich nicht gebeten, mich zu heiraten. Ich brauche nur deine Hilfe bei einem Raub. Wir brechen ein, nehmen, was wir brauchen und gehen unserer Wege. Versuch, mich reinzulegen und du gehst nirgendwo hin, das weißt du. Ich schneide dir den Kopf dort ab, wo er am Hals festgewachsen ist. Der ist aber auch gleich. Ich kenne die Risiken. So, nun hast du mir gedroht. Bist du jetzt dabei oder nicht? Geralt ist auch manchmal sehr direkt, ne? Das ist, Maximilian Borsodis Haus. Weißt du, was das ist? Ach so. Weißt du, was das ist? Ist das was anderes, als ich denke, dass es ist? Bevor wir fortfahren, weißt du überhaupt, was Max Borsodis Haus ist? Ich weiß, dass es in der Schatzkammer ist. Hä? Du beantwortest meine Frage nicht. Du meine auch nicht. Machst du nun mit? Oder nicht? Also es handelt sich überhaupt gar nicht um eine Immobilie? Oder wie soll ich das jetzt verstehen? Was willst du denn aus der Schatzkammer nehmen? Die Schatzkammer. Was ist darin, das du haben willst? Etwas, das mir gestohlen wurde. Dann geh doch zur Stadtwache und melde ein Verbrechen, anstatt selbst einzubrechen. Habe ich versucht. Mehrfach. Verstehe. Betrogen vom System und von der Welt. Wie auch immer. Was hat man dir gestohlen? Das wäre eine lange Liste. Reden wir von was an. Bist du dabei? Ach, bin ich dabei oder nicht? Ich bin kein Dieb. Ich bin kein Dieb. Gelegenheit macht Diebe, Hexer. Ich spreche aus Erfahrung. Na schön. Erzähl. Das Auktionshaus wird Tag und Nacht von 20 redanischen Soldaten bewacht. Patrouillen gehen auf und ab. Und hier um die Ecke eine Kaserne. Mit Gewalt kommen wir nicht rein. Wir müssen unbemerkt bleiben. Durchaus. Ist jedoch nicht einfach. Der Haupteingang ist gepanzert. Die Fenster sind mit Dimeritium vergittert. Aber
Es gibt keine Festung ohne Schwachpunkt. Auch diese hat einen. Mein Schwachpunkt ist jedenfalls Geduld. Also spar dir die Kunstpausen und rede. Neben dem Haus steht ein Turm, der mit dem Dachboden verbunden ist. Wegen der Patrouillen können wir den Turm nicht von der Straße aus betreten. Aber in 60 Fuß Höhe gibt es ein Fenster. Keine Gitterstäbe, keine Fensterläden. Da müssen wir hoch. Dann schleichen wir ins Auktionshaus rüber. Die Treppe runter und in die Schatzkammer. Wir brechen oder sprengen die Tür auf. Fertig. Und das hört keiner. Klingt grässlich. Der Turm ist glatt wie Glas. Ich weiß nicht, wie es mit dir ist, aber ich komme da nicht hoch. Und das sollst du auch gar nicht. Lass mich ausreden. Alles klar. Wir brauchen zwei weitere Komplizen. Kollege. Einer klettert hoch und wirft uns ein Seil runter. Der andere öffnet die Schatzkammer. Ein Panzerknacker oder Sprengmeister. Und das hört keiner, möchtest du mir erzählen? Ich habe schon einige geeignete Kandidaten gefunden. Wir müssen nur die Besten auswählen und anwerben. Vielmehr du. Ich. Ich halte mich aus der ganzen Sache lieber raus. Ist klar. Mhm. Hatte ich mir wegen der Kapuze schon gedacht. Sonst noch was? Ja, aber das gehört zu den Einzelheiten. Die erfährst du, wenn du dabei bist. Ja, Mann. Natürlich bin ich dabei. Was soll ich denn sonst machen? Fällt mir zwar nicht, aber... andere Möglichkeiten habe ich nicht. Also gut, ich bin dabei. Aber unter einer Bedingung. Niemand stirbt. Ist das klar? So klar wie die große Sonne von Nilfgaard. Wollen wir uns entspannen und auf eine gedeihliche Zusammenarbeit anstoßen? Nein. Ich würde lieber anfangen. Womit geht es los? Als erstes stellst du die Truppe zusammen. Dann dezimierst du die redanische Patrouille etwas. Es sind zu viele, wir könnten gesehen werden. Dezimieren? Okay. Wen haben wir zum... reinkommen. Wer könnte uns in den Keller knacken? Wer könnte für uns den Keller knacken? Worum geht es bei den Dezimieren? Das ist auch eine gute Frage. Ich habe ja gerade gesagt, keiner kommt um. Was soll das mit dem Dezimieren? Ich hatte gesagt, niemand stirbt. Immer mit der Ruhe. Ich wünsche niemandem den Tod. Nur eine Unpässlichkeit. Spuck's aus. Du musst den Koch der Garnison überzeugen, den Soldaten etwas in ihr Essen zu mischen, damit einige von ihnen bettlägerig werden. Einer von zwei, würde ich sagen. Und noch kein Verdacht mehr. Ich kenne das Rezept für einen passenden Trank. Ist das nicht wunderbar? Brau was von dem Trank. Geh in die Stadt, such den Koch auf und überzeuge ihn, dir einen Gefallen zu tun. Vielleicht mit einem Zauber, barer Münze oder deinen Fäusten. Okay. Gut, wen haben wir zum Öffnen der Schatzkammer? Fangen wir mit unserem Zwergenkandidaten an. Kasimir Bassi, Mahakama-Sprengmeister. Es heißt, er könnte mit einer Prise Salpeter Novigrad in die Luft jagen. Die Schatzkammertür dürfte kein Problem für ihn sein. Alles klar. Leider hat er seinen Beruf vor ein paar Jahren an den Nagel gehängt. Er hat sich im Dorf Alnes niedergelassen, geheiratet und ein paar Kleine gezeugt. Kann sein, dass er uns einen Korb gibt. Weitere Option? Quinto. Das ist der berüchtigste Panzerknacker des Nordens. Wird in Kedwin, Lyrien, Angrin und Kovir gesetzlich gesucht. Leider wurde er vor ein paar Tagen geschnappt. Von Hans von Sidaris, diesem Söldnertrottel. Ich kenne den Mann. Hab einen Erzgreifen für ihn erledigt. Ein übles Scheißvieh. Hans oder der Greif? Eigentlich beide. Einen soll ich also aus dem gemütlichen Heim reißen, den anderen aus dem gemütlichen Käfig. Mal überlegen. Ach, ich dachte, das müsste ich mir jetzt sofort aussuchen. Ja, müssen wir mal schauen, wen wir da uns besorgen. Ich wäre ja eher für den Zwerg. Wen haben wir zum Reinkommen? Erzähl mir vom Einbruchskünstler. Schwindelfrei sollte er wohl besser sein. Deswegen hätte ich gerne Eveline Gallo, eine Artistin, die als Hermeline bekannt ist. Sie gastiert gerade mit ihrem Zirkus irgendwo bei Ochsenfurt. Spezialitäten, rhythmische Gymnastik und Seiltanz.
Nicht Einbruch und Raub? Offiziell nicht, aber ich habe Ihre Tourneeroute mit einer Liste der dreistesten Einbrüche der letzten Jahre verglichen. Sie korrelieren perfekt. Ich bezweifle, dass das ein Zufall ist. Aha. Aber wenn sie nicht will, ist Hugo Hoff alias Bulette unsere zweite Option. Ein Halbling. Bulette. Nö. Den hältst du für geeignet? Ein Mondgesicht ist doch keine Verbrechervisage. Du würdest dich wundern. Hugo hat mehr Einbrüche auf dem Buckel als du, getötete Monster. Und vor 2 Jahren hat er den vergoldeten Hahn vom Dach des Rathauses in Novigrad geklaut. Er kann also klettern. Angeblich verbirgt er sich in Ochsenfurt, in einem Haus beim Novigrader Tor. Sei vorsichtig. Er ist nicht groß, aber anscheinend ziemlich gefährlich. Alles klar, dann los geht's. Na gut, ich bin weg. Habe zu tun. Ich auch. Erledige alles. Wir treffen uns hier wieder. Und dann? Dann besorgen wir es Horst. Von allen Seiten. Alle zusammen. So, und Horst, das hört sich an. Okay. Oh. Gut, dass diese komische Musik jetzt endlich mal vorbei ist. Die ging mir gerade ein wenig auf die Nüsse. Wo müssen wir denn hier hoch? Hallo? Ich glaube, ich gehe falsch. Wo kann man hier nochmal hoch? Jawohl, war ich doch richtig. Sag mal, Kollegenmeister. Zeig schon mal, was du so hast. Lass mich mal schauen. Okay, was haben wir denn da? Das habe ich dem das nicht verkauft? Vermutlich. Ich nehme es einfach mal an. Wow. 23 kriege ich dafür. Das ist ja der Wahnsinn. Für 20 ersteigert. Ist ja ein wahnsinniger Gewinn, den ich dann mache. Lassen wir das mal. Und ich guck mal. Ich kann doch hier wechseln, ne? Wie konnte man... Irgendwie konnte man... Genau, hier so mit V kann ich die... Dingens wechseln, die Unteraufträge. So. Sesam, öffne dich. Achso, eine Mixtur vorbereiten. Sammle den Rest der Bande. Okay. Quinto. Kasimir. Und hier hätte ich gerne in die Evelyn. Vielleicht machen wir das hier erstmal kurz. Der andere Auftrag ist ja sehr lang. Natürlich am von Everick anwesend. Oh, dann reiten wir da mal hin, geschwind. Komm schon, Plätze! So, ich kann ja hier noch was einsammeln. Trockenfleisch. Naja, egal. Hat man eh nicht so viel bei sich. So,
hier. Mal gucken, was uns da jetzt erwartet. Laufe ich jetzt einfach mal rüber zu dem Anwesen. So. Da ist es auch schon. Jetzt bin ich mal gespannt, wie wir... was das wird in der Familiengruft. Wir kommen jetzt hier rein. Hier rein. Also hier drüber klettern kann ich schon mal nicht. Ganz ungünstig, was ich hier mache. Ganz ungünstig. Ich frage mich, wo ich überhaupt lange renne. Ich glaube, das ist nicht so geplant. Eieiei. So, ein etwas unkonventioneller Weg, aber wir sind angekommen. Schön blühen. Diese Seite kenne ich gar nicht von dir. Welche Seite? Naja, deine romantische Seite. Ich kenne dich nur umgeben von Verbänden und Medikamentenflaschen. Meist blutverschmiert. Weil du mich normalerweise bei der Arbeit besuchst. Jetzt habe ich frei, warte auf dich und flechte eine Girlande für die Hochzeit. Okay. Sieht sehr hübsch aus. Wer heiratet denn? Du hast nicht erwähnt, dass du heiratest natürlich. Wir fallen direkt mit der Tür ins Haus. Wusste gar nicht, dass du heiratest. Ich doch nicht, Dummkopf. Meine Freundin. Die Girlande ist nicht für mich. Wo wir davon reden, vielleicht begleitest du mich. Das war deine Nachricht. Aber gerne. Sicher, warum nicht? Wunderbar. Dann sind wir verabredet. Hast du an das Rauchfass gedacht? Klar doch. Fast wäre ich erwischt worden, als ich es eingesteckt habe. Ich wusste ja nicht, was genau du brauchst. Darum habe ich Ambra, Anis und Wacholder mitgebracht. Raucht alles recht stark. Danke, das könnte noch nützlich werden. Gehen wir? Gehen wir. Wir wissen ja, wie gern Geralt auf Festlichkeiten geht. Der Wälzer hatte recht, sie ist beeindruckend. Ja, schade, dass sie verfällt. Die Familie hat schwere Zeiten durchgemacht. Für Luxus war kein Geld mehr da. Das ist mir zu unheimlich. Du musst nicht mitkommen, wenn du nicht willst. Warte hier. Gute Idee. Dafür bist du jetzt hierher gekommen, um draußen stehen zu bleiben. Bisschen merkwürdig. Das ist keine Krypta, sondern ein ausgewachsenes Mausoleum. Ja, wo müssen wir überhaupt hin? Kronen, hey. Kronen, ein Schwert. Oh, hier sind sogar Spenden. Na, die nehmen wir doch gerne. Abgeschlossen. Das finde ich jetzt aber nicht so schön. Wieso ist hier abgeschlossen? Erscheint. Jetzt ist aber gut, ne? Darf ich jetzt mal? Noch einen.
Hoffentlich war das die letzte Überraschung. Ich sollte mich umsehen. Ja, finde ich auch. Da leuchtet es schon rot. Aber ich würde gerne das Mist hier aufsammeln. Was haben wir hier? Da liegt einer. Ein Kryptaschlüssel. Das heißt, damit kommen wir da hinten hin, wo wir gerade nicht reinkamen. Wladimir von Ebb, Sohn Bohumils und Christinas. Na bitte, jetzt das Ritual. Ich muss den Rauch in jedem Raum der Krypta verteilen. Ja. Du hast einen Questgegenstand erhalten. Bereite ihn auf den Einsatz vor, indem du ihn in den Inventar an der richtigen Stelle platzierst und dann Schnellzugriff auswählst. Okay. Falsche Taste. Da ist er schon. Wir wählen ihn aus. Leben und Tod und Chaos hinein. Verblichener, erhebe dich und wandle unter den Lebenden. Erheb dich als Freund, denn ich komme in Frieden. Okay. Erhebe dich, der du lang schon verschiebt. Da, hier auch noch ein bisschen. Erheb dich als Freund, denn ich komme in Frieden. Erhebe dich, der du lang schon verschieden. So, haben wir überall. Alles ziemlich am Qualm. Jetzt müssen wir natürlich noch in den Raum, wo ich gerade nicht reinkam. Gehe ich mal stark von aus. Erheb dich als Freund, denn ich komme in Frieden. Leben und Tod und Chaos hinein. Jetzt muss ich die Kerze anzünden. Tja, scheinbar muss ich doch nicht mehr. Was ist das hier? Ist das hier ein... Hey, ich sehe doch hier, dass es hier irgendwie weitergeht auf der Minimap. Kann ich hier mal kurz meditieren? Ich bin so leer. Das scheint zu gehen. Dann schaue ich jetzt nochmal kurz, bevor jetzt hier irgendwas passiert und ich es gleich nicht mehr die Möglichkeit habe. Ich gehe jetzt versuchen, hier reinzukommen. Mal gucken, was geht da. Alter, was ist denn hier alles? Hier kann ich natürlich auch den Rauch verteilen. Und dann gehe ich mal... Keine Ahnung, ob wir das tun. Oh, das war nicht. Jetzt sammeln wir mal eben alles auf, dann liegt da noch einer.
ist hier noch in der Ecke? Nix. Und hier finden wir noch ein paar schöne Truhen. Kann das sein, dass das hier nachher der Ausgang ist, weil wir aus dem normalen Ausgang nicht mehr rauskommen oder irgendwie sowas? Hab ich fast das Gefühl, dass wir hier jetzt schon was vorwegnehmen. Guck mal, komme ich hier hoch? Ich weiß nicht. Ich speichere mal kurz. Das echt übersehen. Tatsächlich. Ja gut, haben wir das doch geschafft. Mal gucken, was jetzt hier bei rumkommt. Leben und Tod und Chaos hienieden. Ich rufe dich her, dessen Blut ich lass siegen. Und Chaos hinein. Du hast mich gerufen, Fremder. Warum? Ich heiße Geralt. Bin hier, um den Geist von Wladimir von Everreck zu wecken. Wer du bist und was du willst, spielt keine Rolle. Du wirst diesen Ort nicht lebend verlassen. Bist du der Geist von Vlod? Wer fragt nach meinem Enkel? Einerlei, Honoratina. Ich möchte nur wissen, woher dieser Sterbliche das Blut aus der Familie hat, mit dem er einen von Everreck erwecken kann. Wahrhaftig. Es lebt nur noch einer aus unserer Linie. Olgierd. Dann sprechen wir mit dem Mann, der das Blut deines Enkels vergossen hat, Kestatis. Ihr seid also alle nicht Wladimir? Sein Bruder Olgierd schickt mich. Du wirst Vlod bald genug begegnen. Nur Olgierd siehst du nicht wieder. Hä? Na toll. Tötet ihn, von Everreck. Wie können wir mich denn jetzt... Jetzt muss ich gegen die Everreck kämpfen. Ich wusste... Hatte ich nicht gerade noch oben? Sag mal. So, war's das? Genug gespielt? Wo ist er denn jetzt? Bockige Hurensöhne, diese von Everreck, was? Wer bist du? Der Rüpel, den du suchst. Wladimir von Everreck, Olgierds Bruder. Oh, ich kann mir ja nicht mal den Sack kratzen. Wobei der nur noch mäßig juckt, seit ich tot bin. Ich wollte nicht gegen deine Familie kämpfen. Die haben angefangen. Ich bin tot, nicht doof. Wollte mal sehen, wie du mit diesen blasierten Ärschen umspringst. Und mit Oma. Was könntest du ihnen auch tun? Sie sind doch schon tot. Jetzt bleib doch mal stehen. Jetzt erzähl, woher du Olgierds Blut hast. Wenn du ihn verletzt hast, muss ich dich leider umbringen. Ich habe es von einem Bekannten von Olgierd und mir. Ich bin in einer dringenden Angelegenheit hier. Ich bin eine verdammte Leiche. Was kümmern mich die Angelegenheiten von dir oder eines anderen Penners? Nur die Feste vermisse ich. Körperliche Lustbarkeiten sozusagen. Ach ja. Ja, dann bin ich ja genau richtig. Sind häufig Leute hier. Dein Bruder schickt mich. Ich erzähle ihm erstmal, dass dein Bruder mich schickt. Vielleicht ist er dann ein bisschen gelassener. Du hast gesagt, du amüsierst dich gern. Zufällig bin ich deswegen hier. Dein Bruder schickt mich. Wie geht's dem alten Räuber?
Ach, was würde ich drum geben, wieder mit ihm zu reiten? Das wird nicht passieren. Was anderes ginge aber. Etwas, das eine Leiche interessieren sollte. Raus damit! Wofür soll ich mich interessieren? Ich soll dir den Abend deines Lebens bereiten? Erzähl mir von Olgierd, wie bist du gestorben? erzähl mir doch erstmal was. Ich will nicht neugierig sein, aber wie bist du gestorben? Ach, nicht schüchtern sein. Die Leute lieben solche Geschichten. Würde ich auch. Nur leider endet diese mit meinem Tod. Wie ist es passiert? Auf unseren Plündertouren stürmten wir stets die Hütte des Dorfältesten und verlangten dann Schnapsfässer. Und willige Frauen zum Durchkneten und Spaß haben. Einmal gerieten wir leider in einen Hinterhalt und wurden überwältigt. Mich töteten sie, zerschmetterten mir den Kopf zwischen Tisch und Steinboden wie ein rohes Ei. Oh. Naja. Wenn du es verdient hast. Hör mal. Ich glaube, dass ich mehr über Olgierd wissen sollte. Erzähl mir von ihm. Er ist ein ganzer Kerl. Ein echter Kavalier. So einen findest du in Redanien kein zweites Mal. Besser so. Zum Saufen und Raufen einfach der Beste. Wir waren noch jung, als wir mit Raubzügen während des Kriegs anfingen. Die Grenzländer haben sich in die Hose gemacht, wenn sie nur seinen Namen gehört haben. Ich war seine rechte Hand. Und wir hatten einen Trupp Gefährten, die für uns durchs Feuer gegangen wären. Klingt nach Banditen. Gab es Unterschiede? Wir? Banditen? Pass auf, was du sagst. Manche unserer Bewaffneten waren vielleicht geistlose Schläger, aber Olgierd doch nicht. Er war immer neugierig, hat sich für alles interessiert, hat Bücher verschlungen, Gemälde bewundert und das schönste Mädchen weltweit geliebt. Nun gut, kommen wir zur Sache. Ich soll dir den schönsten Abend deines Lebens bereiten. Hör mal, Olgierd hat mir einen Auftrag gegeben. Ich soll dir den Abend deines Lebens bereiten. Ach was? Also das nenne ich einen Bruder. Da bin ich seit Jahren tot und er ist immer noch um meine Stimmung besorgt. Der gute alte Olgierd, wie viel Zeit haben wir? Eine Nacht müsste reichen. Herrlich. Nur schnell den Säbel geschnappt und... Was zum vermaledeiten Kuckuck? Du bist ein Geist, du kannst nichts anfassen. Ach, das vergesse ich dauernd. Aber wie soll ich dann prassen und prügeln und vögeln? Ich krieg keinen Säbel hoch, keinen Humpen und meinen Speer auch nicht. Dann muss es wohl so gehen. Los. Ich gehe nirgendwo hin. Du sollst doch dafür sorgen, dass ich mich amüsiere, oder? Also, mach es möglich. Wie denn? Erwecke meinen Körper. Geht nicht. Außerdem müsste der schon verrottet sein. Dann denk dir was anderes aus, verfickt. So gehe ich jedenfalls nicht aus. Oh Mann. Ich könnte dir jemanden bringen, von dem du Besitz ergreifen kannst. Ach du Schande. Jetzt geht's los. Hör auf zu maulen, gehen wir. Was sage ich denn jetzt? Wen soll ich denn bringen? Hör auf zu maulen. Komm schon, wir verschwenden nur Zeit. Und das soll mich kümmern? Wenn ich eines habe, dann Zeit. Warst du zu Lebzeiten eigentlich auch schon so ein Ekel? Mach mich nicht sauer, Jungchen. Ich hab nur eine Nacht. Ich will anständig feiern und nicht anderen dabei zusehen. Was schlägst du vor? Ich habe eine Idee. Oh nein, kommt nicht in Frage. Oh doch, doch, kommt es. Na super. Oh Gott.